diese Fabriken ladet diese Leute ein, um zu hören, was hier während des Kriegs war. Und auch sie besuchen sehr oft Schulen und mit Schulen sprechen und erzählen. Okay. Ist jemand von hier nach Linz oder nach Österreich als Zwangsarbeiter deportiert? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es nach Finnland war. Finnland auch. Bei Fußgabinder wird es sicher auch Fabriken, so Kriegsfabriken in Linz und auch in Österreich. Sie haben auch Zwangsarbeiter. Und was ist, hört man der Konzentrationslager? Die sind entweder das Überleben haben oder sind da verschiedene. Einige sind so hier selber gekommen und Fotos mitgebracht, einige haben Fotos von ihr Verwandten oder Verwandten. So, das ist so verschieden. In Belarusen waren normalerweise in allen so berühmten Konzentrationslagern, wie Auschwitz oder Birkenau und Sachsenhausen. Und das ist das Bild. Und noch eine Fotoausstellung, das ist Häftlinge des Friedhofs und auch Gerichte unter den Völkern der Welt. Das ist Belarus, ja, die Jugend. Das sind die Righteous Under the Blood, die Englisch sagen. Ah, right. Das ist interessant in diesen drei Fenstern. In Belarus gibt es zurzeit so ungefähr 700. 700 Righteous. Bravo. Das ist sicher. Ja, die Leute wohnen hier sehr knapp und freundlich. Mhm, yeah. Interesting. Aber in der Ukraine, das war vollkommen. Ja, es war stark. Das ist nur wie ein Beispiel. Ja. Normalerweise war das hier ein richtiges Wand und dann war ein künstlich. Mhm. Und zwischen diese zwei Wände konnten die ganze Familie sitzen, während des Pogroms zum Beispiel. Und konnte sich verstecken. Mhm. Und das war auch eine schwierig, das war sehr schwierig, ja, zum Beispiel Tag und Nacht stehen in einer Position und nicht sagen, nicht schreien. Mhm. Und, aber Erwachsene konnten das verstehen. Ja. Aber Babys konnten das nicht verstehen. Ja. Und deshalb Mutter haben am Brust so gehalten und versuchten, dass er nicht schreit. Mhm. Vertreter von jüdischer Gemeinde, alle jüdischen Gemeinden und Organisationen in Belarus. Mhm. Und er ist auch ein berühmter Architekt. Mhm. Waren Sie in Chatyn? Mhm. Chatyn, das ist, haben Sie nicht gehört, das ist vielleicht die Hauptgedenkstätte in Belarus. Ja. Und das wurde so 70er Jahre errichtet. Und jetzt, das ist ein Symbol für alle 600 verbrannte Dörfer, die in Belarus waren. Das ist, ich glaube, das ist eine der größten so Gedenkstätte, weil das steht so genau an diesem, auf Ort von diesem Dorf und das nimmt viel Platz und das ist echt so beeindruckt. Und er hat das damals projektiert, Levin. Und jetzt auch in so nach der Sowjetunion und in den letzten Jahren hat man viel mit dem Ghetto zu tun, mit dieser Geschichte. Warum? Während der Sowjetunion hat niemand darüber gesprochen und gehört und weiß nicht. Und in den letzten Jahren hat er sehr viel auch diese Denkmale gemacht. Genauso diese Denkmale gegenüber und alle Steine hat er projektiert und gemacht und seine Werkstatt unterstützt sozusagen. Aber so, das war ein symbolischer Ort für alle. Schloss, ein mittelalterlicher, berühmtes Schloss. Und neben dem Schloss gab es eine kleine Städte, von jüdischen Städten, vor dem Krieg. Und dort wohnten so ein bisschen mehr als 1000 Juden, aber nur Juden. Und als Nazi gekommen sind, wurden alle diese Leute erschossen gerade. Und vor ein paar Jahren sind Levin und ihre so Arbeitsgruppe zu einer Idee gekommen, dort ein Denkmal zu errichten. Mhm. Und das war ein, was Reste vom Haus, was von dem Haus geblieben ist. Ja. Und auch Steine. Ja? Mhm. Und jeder Stein symbolisiert einen Mensch.
Aber das war ein Problem, so viele Steine, so große Steine zu finden. Und das war eine Bitte für diese nachbaren Dörfer. Jetzt ist es einfach eine belarussische Stadt. Kleinstadt. Und auch rum gibt es viele Dörfer. Und diese Leute wurden gebeten, auch Steine mitbringen, wenn sie eine Möglichkeit hatten oder wenn sie eine Lust hatten. Und sie haben nicht überhaupt gedacht, dass in 2-3 Tagen alle Leute haben so schnell alle diese Steine mitgebracht und gesagt und sagte, dass das ist unsere Geschichte und wir wollten diese Erinnerung wachhalten und dieses Denkmal wurde so schnell errichtet, als man dachte. Das ist alles von Hatin.